Hallo YouTube, willkommen zur dieswöchigen React-Nacht, Leute. Was geht? Wir sind heute wieder dabei, ein paar coole Videos anzugucken. Ihr habt mir Vorschläge gemacht, ich habe Vorschläge von letzter Woche. Es gibt Videos, die ich gucken möchte. Heute mitunter dabei, unter Umständen, wir fangen sogar mit Shimtex an. Shimtex ist wieder dabei, was wir gucken wollen. Ich habe ein Lenny-Video auf der Liste. Ich habe was von Heize nochmal, was ich ganz gerne sehen möchte. Ich habe was von einem YouTuber namens Toadi, wo ich noch nie was von gesehen habe. Aber könnte lustig sein. Und ich habe einen, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber das Thema war sehr interessant. Verdammt! Ich könnte jetzt nachgucken, aber das machen wir gleich. So, Timo Schmimo. Ja, der gute alte Timo Schmimo. Das ist sogar das Erste, womit ich anfangen wollen würde. Und zwar, lass mich ganz kurz mal den Titel kopieren. Und dann packe ich das Ganze um hier rein. Und dann würde ich sagen, geht's hier richtig ab, Mann. Blablabla. Ja. Okay. Schmecks. Okay. Und zwar, das Video heißt genauso, wie es dort steht. Wo ist meine Bildschirmaufnahme? Da ist meine Bildschirmaufnahme. Das anstößigste Nintendo-Spiel aller Zeiten. Vorgestellt von Mr. Rundglasbrille. Nerd. Können wir eine Runde Nerd haben? Ich mach nur Spaß. Ist eigentlich eine coole Brille. Die steht ihm eigentlich, ja. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich habe ein paar Sekunden reingeguckt und er meinte, es ist kein Clickbait. Ich bin neugierig, was er uns hier verkaufen möchte. Ich bin offen dafür zu sehen, was er da zeigen will. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was ist ein anstößiges Mario-Spiel, Nintendo-Spiel aller Zeiten? Ja, Tingle ist eine Sache, das fällt mir einem. Tingle ist ein bisschen nur weirder Humor. Auf dem Thumbnail habe ich Mario gesehen. Das ist halt das Ding. Dementsprechend, ich weiß nicht. Was wäre das anstößigste Nintendo-Spiel aller Zeiten, was euch einfallen würde? Moment, Fire Emblem ist ein bisschen anstößig. Conker? Conker ist rare. Zählt das als Nintendo? Wenn man das dazu zählen, passt das? Smash Bros. Wegen Peach Unterwäsche? Was laberst du da, Gladio? Nee, glaub mir, er kocht. Okay. Bayonetta? Ich meine, ja, Bayonetta ist vielleicht anstößig. Da müssen wir halt überlegen, was zählt als anstößig in dem Kontext, ja? So ein bisschen spicy oder einfach frech von der Wortwahl oder was da los, ja? Das ist der Schmecks, oder? Tingle kam auf dem Hauptkanal mal. Ja, das Schmecks. Bayonetta ist keine Nintendo-IP. Doch, mittlerweile schon. Doch. Mittlerweile schon, Akantor. Also es ist ein bisschen komplizierter. Mit Bayonetta ist die Sache so, es war ursprünglich eine Sega-Sache und es ist immer noch co-produced bei Sega. Aber das war, weil sie von Platinum Games, also Platinum Games hat es halt gemacht, oder Team Little Devils oder wie das hieß. Und die haben es dann irgendwie, war das Platinum Games dann im Endeffekt auch? Ja, ne? Oder bin ich gerade komplett bescheuert? Nee, ich glaube, ich bin da richtig. Und Nintendo hat es halt weiterhin für Teil 2 finanziert und Teil 3 auch. Dementsprechend, Nintendo gehört diese IP sozusagen an dem Punkt schon. Es ist quasi ein Nintendo-IP, also es wird passen. Es gibt Doom für N64, zählt das? Nee, ist ja kein Nintendo-Ding, ne? Ich habe damals BMX XXX auf GameCube gespielt, zählt das? Junge, warum hast du dieses Trash-Spiel? Was ist los mit dir? Hey, Timmy, na? Wie geht's? Wie steht's? Schönen guten Abend. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Irgendwie, ich glaube, uns fällt nicht wirklich was ein. Let's go. Nein, der Titel und das Ups, ich muss mal voll machen. Ist kein irreführender Clickbait. Ich glaube, ich bin wohl auf das bizarrste Stück Mario-Geschichte überhaupt gestoßen. Mario. Ich will immer noch raten, was es ist. Ein bizarres, anstößiges Mario-Spiel. Und er sagt, er übertreibt nicht. Ich glaube ihn da einfach mal. Mario. Ha? Ha? Doch das Video? Was meinst du, Finn? Gleich so Hotel Mario? Nee. Nintendo finanziert die IP für neue Spiele, aber Sega hat noch die Main-Rechte an der Reihe. Ja, irgendwie die Co-Producen. Ich meine, Nintendo müsste durch die Finanzierung unfassbar viel Rechte und Kontrolle daran haben. Ist ein bisschen komisch bei so einer Sache. Mario Paint, Mario Golf. Ich sag Clickbait, aber er hat gesagt, es ist ja kein Clickbait. Ich glaub ihr mal, ja? Es kann nicht sein, was Asien jemals verlassen hat, sonst wüssten wir davon. Vielleicht ist es irgendwie was aus der früheren Zeit, was wir nicht mehr auf dem Schirm haben? Voll, Nintendo hat mal P gekauft. Was meinst du, P? Oh mein Gott, warte mal, nicht Mario's Time Machine, jetzt weiß ich, was, Pumpkin meint. Stimmt, gab's nicht mal ein Mario Porn, den Nintendo, wo Nintendo die Rechte dran gekauft hat, damit der nicht verkauft wird? Oder ist das ein Mythos? Ist ja Nintendo, danke für 51 Monate Treue, danke schön, bleib am Adel. Ist das ein Mythos gewesen? Super Hornio Bros? Das war ein Film. Ich glaube, es gab mal einen Mario-Parodie-Pornofilm oder so und Nintendo hat den gekauft, sodass die Rechte alleine dran haben. Ich glaube, darum geht's. Das ist
da war was, aber ich dachte, die hatten die Rechte gekauft, bevor ein Film rauskommen konnte. Genau, das meine ich ja. Also es könnte sein, dass er produziert wurde oder so und die haben den einfach gekauft und die sitzen da, aber da steht Spiel. Stimmt, du hast recht, es geht um Spiel, verdammt. Aber das ist trotzdem eigentlich voll die obskure Nintendo-Geschichte, ne? Stimmt, ihr habt recht, Spiel. Fuck, fällt uns gar nichts ein? Scheiße. Ich kenne das mit einem Mario-Erwachsenen-Film, den Nintendo gekauft hat. Ja, das meinte ich doch gerade. Weniger quatschen bei Video. Dann guckt das Original-Video. Dann guckt nicht meine Reaction. Nee, Nico, das denke ich nicht. Das ist Cap. Ich hab keine Ahnung. Lasst mich dafür ein wenig ausholen, okay, und erklären. Am 23. April 1995. Junge, das war vor meiner Geburt. Ja. Hä? Also zu der Zeit, als der SNES noch die aktuellste Heimkonsole von Nintendo war, erschien in Japan das Satellaview. Deswegen kennen wir es nicht. Wisst ihr, was das ist? Er erklärt es gleich, aber das ist super cool. Wenn er was nicht... Ich lasse ihn ausnahmsweise mal ausreden. Ich könnte euch auch was dazu sagen. Und wenn was ist, ergänze ich. Ein Add-on für den Super Nintendo, das in Zusammenarbeit mit dem japanischen Radiosender Sento Giga entstanden ist. Das ist tatsächlich ein ziemlich krasses Unternehmen gewesen, da es sich hierbei um das erste digitale Satellitenradio der Welt handelt und das Satellaview selbst extrem seiner Zeit voraus war. Das ist super insane. Stellt euch einfach vor, ihr hattet eine SNES und ihr konntet euch Spiele runterladen. Es war seltsam, weil das war irgendwie, wirklich, weil es von einer Radiostation war, war es ja zeitlich bedingt. Das heißt, du hast zeitlich bedingte Episoden gespielt, die runtergeladen, über Satellit. Und, das ist so insane. Und dann gab es sogar Erzählungen, also Live-Narration bei den Spielen dabei. Ein paar Leute haben halt diese Daten, die da drauf geblieben sind, gedumpt. Ein paar davon haben wir, ein paar Sachen sind ein bisschen rekreiert. Super viel davon ist leider Gottes Lost Media, was so fucking schade ist. Es ist so schade, quasi Link to the Past mit Mods. Ja, nicht nur Link to the Past, es gab so viel Stuff. Link to the Past wurde da auch mal drauf gespielt, aber halt mit einer vollen Erzählung drauf. Das OG Zelda hatte ein Remake auf dem SNES. Aber das war nur über Satellaview. Manchmal, wenn ihr vielleicht nach Spielen, SNES-Spielen sucht, habt ihr vielleicht mal BS was gesehen, ja? Das steht für dieses Unternehmen, was er da gerade genannt hat, ja? Ich habe den Namen gerade vergessen, aber er hat es ja gerade benannt. Dafür steht das BS. Und das sind Satellaview-Dumps, die existieren. Fire Emblem hat sogar ein paar Chapter irgendwie mal einfach ausgesendet. Das ist auch fast Lost Media. Es ist insane. Es ist super cool eigentlich. So eine wilde Sache und das gibt's eigentlich, das gab's nie bei uns. So sad, oder? So sad. Neuland. Naja, es ist halt, es war quasi eine Internetsache, nur ohne Internet. Internet gab's zu der Zeit. Jetzt ist wahrscheinlich der Gedanke, oh, gab's nicht. Nee, sowas gab's, aber die Technik war nicht da. In Japan muss man bedenken, die hatten super viel mit Handysachen zu tun, super viele Dienste, Satellitendienste, all so ein Shit. Und das war ganz großtechnisch, ähnlich wie bei uns Fernsehkabel super groß ist, deswegen wir hier zum Beispiel in Deutschland auch Fernsehkabel über Internet, Internet über Fernsehkabel beziehen, ne? Ganz große Technik dahinter und die haben sie halt ausgenutzt, wo sie konnten. Und das ist so eine coole Sache. Ich weiß nicht, worüber er redet, aber ich bin gespannt. Und wieso? Nun ja, du konntest damit einfach über einen begrenzten Zeitraum Videospiele auf deine Cartridge herunterladen. Im April 1995, im selben Monat, wo Balls 3D für dieselbe fucking Konsole rauskam. Ja, die Musik ist aus dem Spiel. Und anscheinend gab es ganze 231 Titel über diesen Service. Stellt euch mal vor, locker 200 davon ist bestimmt Lost Media. Ach du Scheiße. 231 Spiele wurden über Satellaview rausgebracht. Junge. Gab es in Pokémon auf dem Gameboy oder so sogar eine Verteilung, wo man früher sogar ein Handy am Gameboy verknüpfen musste, um Events zu bekommen? Ja, so hat man ein Celebi-Event bekommen, Leopro. Genau das war das wie mit dem GS-Ball und Celebi in Pokémon Kristall oder Gold-Silber. Ich weiß nicht, ob Gold-Silber auch, aber Kristall auf jeden Fall, ja. Da hatten sie solche Handysachen. Sega hatte das aber auch, oder?
Das kann sein, dass Hacker sowas auch hatte. Wie gesagt, das ist ja, deswegen habe ich den japanischen Kontext gegeben. So Satellitendienste und viele Handydienste, also Radiostationen, die dann verschiedene Dinge getan haben, ja. Viel über Funk da. Da gab es viele solcher kleine Dienste, die da angeboten wurden. Weswegen auch super viel, es gab eine ganz große Telefonkultur, Handykultur in Japan. Die ist übrigens mit dem Smartphone ein klein wenig irgendwie auch ausgestorben, was echt sad ist, aber es gibt immer noch voll viele Leute, die ganz gerne Klapphandys und so haben und immer noch diese Dienste nutzen und die sind irgendwie immer noch aktiv, weil da gab es ganz viel Stuff, den du in der Rest der Welt einfach nicht hast, weil die da irgendwie eine ganz eigene Nische aufgebaut haben, an ganz eigenen Dingen und Servicen. Natürlich sowas wie Internet hat dann auch sowas wie die Satellitensachen abgelöst, aber die Dinge waren da und das war schon cool. Und das erklärt auch wahrscheinlich, warum viele frühere Konsolen N64 Disk Drive, also die kennt ihr, ne? Die Dreamcast zum Beispiel auch, oder sogar Saturn, dass die da schon mit Internetkonnektivität gearbeitet haben. Das waren ja auch arschalte Konsolen, oder die waren ja nur eine Konsolengeneration nach dem SNES. Die haben da schon mit Internetkonnektivität gearbeitet. Man macht sich heute ein bisschen drüber lustig, Nintendo und Internet, aber eigentlich waren sie damals ihrer Zeit echt weit voraus. Es ist insane, hat nur kein Arsch genutzt, weil was willst du auch damit zu der Zeit? Oh. Einige davon wurden sogar exklusiv nur für das Satellaview entwickelt und seitdem auch leider nie wieder irgendwo released worden. So gab es zum Beispiel einen Haufen modifizierter Versionen vom... Ja, seht ihr? Alles mit diesem BS. Seht ihr das? Das meine ich, wenn ihr irgendwo mal Spiele gebrowst habt, ja, für die Mames SNES und ihr habt euch gefragt, warum sind so viele japanische Titel oder Spiele immer mit diesem BS dran? Das liegt daran, weil das ist ein Satellaview-Spiel. Von bereits existierenden Super Famicom-Spielen wie Super Mario All-Stars, F-Zero, Harvest Moon und so weiter. Obendrauf wurden aber auch so Titel produziert wie ein Remake zu Excitebike, in welchem man die Mario-Charaktere spielen konnte. Das ist so cool! Eine Art Nachfolger zu A Link to the Past und sogar ein fucking Remake zum ersten The Legend of Zelda. Die bloße Existenz dieser Spiele ist ja schon cool genug, aber was die über die Satellitenfunktion damals auf den SNES schon hinbekommen haben, ist insane. Super Sag ich coole ja. Story Artworks, freaking Voice Acting mit richtig guter Soundqualität dank dem Radioaspekt und Ingame-Music, die von freaking Orchestern aufgenommen wurde. Das ist heutzutage völlig normal, klar. Ja, aber SNES? Wisst ihr, was für krass ist? Das muss so geil gewesen sein. Like, what the fuck? Zelda 1 bekommt heutzutage definitiv zu wenig Liebe von Nintendo. Das stimmt. Ganz gerne hast du ja voll viele Spieleserien, wo die Creator auch ganz gerne den ersten Teil sehr, sehr, sehr lieben. Aber bei Zelda ist es irgendwie nicht der Fall. Dabei finde ich, Zelda 1 ist echt gut. Zelda 1 braucht nur ein paar Quality of Life Services, ja. Hier diese Redux-Version, die wir mal gespielt haben. Ist auch auf meinem VOD-Channel, wenn ihr die gucken wollt mal. Habe ich mal gestreamt. Diese Redux-Version hat nur ein paar kleine Tweaks, paar kleine Quality of Life Changes. Banger-Spiel. Also jetzt ohne Witz. Zelda 1, jeder denkt so, nee, also ich weiß ja nicht. Glaub mir, versucht's vielleicht mit diesem Redux-Ding. Es ist wirklich spaßig. Es ist wirklich überraschend gut. Gar nicht mal so schlimm. Diese Redux-Version zeigt zum Beispiel Büsche, die du anbringen kannst, kleine Risse in der Wand, wo du bomben kannst, sowas halt. Kannst du ein- oder ausschalten, ob du das haben möchtest? Habe ich halt eingeschaltet. Dadurch ist es natürlich sehr viel angenehmer und spielbarer. Aber nichtsdestotrotz, super spaßiges Spiel. Solange es nicht Zelda 2 ist, wäre okay. Ja, Zelda 2 war jetzt, das ist auch nicht mein Ding, aber ja. Japaner und ihre hochmoderne Technik. Ja, 1995, wisst ihr, im April 1995, das war bevor ich geboren wurde. Und ihr nennt mich alt. Die Scheiße ist schon 30 Jahre her. Hey Günther, was geht, na? Klar, aber Videospielmusik von einem Orchester, das war bei Nintendo erst ab der Wii wirklich eine Sache und definitiv nicht in den 90ern, als die musikalische Qualität einiger SNES-Spiele noch... Als wäre Freddie Mercury direkt in meinem Wohnzimmer. Warte mal! Oh, jetzt habe ich's erkannt, was das war! Das war Bohemian Rhapsody! Hört mal rein! Als wäre Freddie Mercury direkt in meinem Wohnzimmer. So klang for me. Ich kenne mal sofort. Habt ihr es rausgehört? Hätte er nicht erwähnt, dass es Freddie Mercury ist, hätte ich das nicht rausgehört, Mann, was?
Na, was geht, Ezra? Hm? Wie viel Video habe ich verpasst? 2 Minuten tatsächlich, ja? Fucking Bohemian Rhapsody of all things. Wollt ihr nochmal? Hör nochmal rein. Okay, pass auf. In den 90ern, als die musikalische Qualität einiger SNES-Spiele noch. Das ist Bohemian Rhapsody. Direkt in meinem Wohnzimmer. So, habt ihr es jetzt gehört? Und als wäre das doch nicht alles cool genug, konnte man über das Satellaview auch natürlich Satellitenradio streamen, sich Newsartikel durchlesen und Magazine lesen. Und eines davon war Shitamachi Ninjo Gekijo. Bitteschön. Shitamachi Ninjo Gekijo. Shitamachi Ninjo Gekijo. A.K.A. ein virtuelles... Nerd. Ich weiß nicht mehr, ob ich es gut gemacht habe. Ich habe es aber versucht. Super Mario Magazin, bei dem ich immer noch nicht fassen kann, dass es... Junge. What? Warum hat... Mario? Oh, hey, Mario. Seit wann raus du, Mario? Luigi! Der Arbeitstag war hart. Lass mich in Ruhe, Luigi. Ich wollte es eigentlich vor die Geheimhalten, Luigi, aber lass deinen Mann mal einfach im Frieden, okay? Oh, Mario, das ist schlecht für deine Gesundheit. Halt die Klappe, Luigi! Dass es sich hierbei um ein offiziell von Nintendo lizenziertes Produkt handelt. Da diese Comics, wie quasi alles vom Satellaview, nur über einen bestimmten Zeitraum verfügbar waren, sind leider einige Episoden verloren gegangen. Deswegen kann es zwischen den einzelnen Folgen relativ verwirrend wirken. Allerdings war ich dennoch in der Lage, ganze 7 Stück im Internet zu finden und sie mit der Hilfe von Jonas von YouTube Best Ofs zu übersetzen, da dieser momentan Japanisch studiert. Also, wenn irgendwas nicht stimmt, beschwert euch bei ihm, nicht bei mir. Okay. ich Screenshots. Mario raucht also doch die Pizza. Die Comics kenne ich. Die Comics, in denen Kirby raucht. There's nothing more I love more than a good smoke. Wow. Deswegen hat er die Stimme so tief. Jonathan! Ich sag, das Spiel ist ein Fangame, weshalb Nintendo immer Fangames verbietet. Nee, das ist scheinbar doch ein Ding von denen. Ich meine, Nintendo war mal lockerer mit der ganzen, mit Mario und generell ihren IPs. Also die haben da viel mehr mal zugelassen, auf jeden Fall. Oder 1. Mario und Toads Kritik an Schönheitsidealen. Was? Junge, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute aufstehe und mir denke, wir werden heute Mario und Toads Kritik an Schönheitsidealen hier sehen. Junge, was? Wait, Mario kritisiert die heutigen Schönheitsideale? Er geht darauf ein, dass mittlerweile ein viel zu hoher Anspruch auf die Figuren des Aussehens eines Menschen besteht und dass Oberflächlichkeit so verbreitet ist wie noch nie. Das ist die Frau der Woche. Kein Kommentar. Ach so. Kritik an Schönheitsideale. Mario und Toads kritisieren nicht die Existenz dieser Ideale, sie kritisieren die Schönheitsideale an Personen. Und können wir mal kurz drüber reden, wie Mario hier einfach ganz casual eine Zigarette raucht, als wär's nichts? Was ist nur aus dir geworden, Mario? Du hast doch selbst erst gesagt, dass man durch Drogenkonsum in die Hölle kommt. Drugs can kill. And if you do drugs, you go to hell before you die. Hör auf damit, Mario! Weg mit dem Bier! Junge, was? Was ist dir geworden? Du warst mal cool. Du warst mal ein positives Vorbild, doch jetzt. Was jetzt? Schau dich doch einfach mal an. Oh, shut the fuck up, but bitches, motherfucker. What do you think you are? You stupid, irrelevant, you dumb piece of shit. Es war noch nicht böse. Mario! Nein, lass ihn kochen, er hat recht. Zensur auf den Bildern kommt übrigens nicht von mir. Die ist tatsächlich so im Karton gewesen, was das Ganze für mich extrem wie so ein Foto von einer Leiche wirken lässt. Ich weiß nicht, wie du auf Leiche kommst. Das ist einfach nur echt schlecht editiert, ja? Ich hoffe, sie adaptieren die Comics im 2. Mario-Animationsfilm. Aber was ist das denn überhaupt? Also, die haben da irgendein... vielleicht Fotomodel genommen, fotografiert, zensiert, den Namen und so zensiert, die Größe zensiert, aber wisst ihr was? Die Maße haben sie reingeschrieben? Warum ist die Körpergröße zensiert? 1,60 schießt mich tot, aber hä?
Warum sind die Körpermaße nicht zensiert? Warum sind die noch da? Hä? Könnt ihr nicht wenigstens consistent bleiben? Halt wirklich, und dann schämen die noch. Ja, und dann sagen sie so, ah, kein Kommentar, ich bin Mario. Junge, was? Halt, hätte ich das als Kind gesehen, mit der Erwartung gleich Mario zu sehen, hätte mich das vermutlich traumatisiert. Hobbys, Träume, die Zeit, in der sie keinen Freund hatte, keine. Die Geschichte dieser gefährlichen Frau ist wirklich unzumutbar. Also wirklich. Aber das ist schon ein bisschen... Ich werde sie umbringen lassen. Das hat er nicht gesagt. What the fuck? Junge, was? Was? Ich bin überrascht, dass es wirklich kein Clickbait ist, Junge. Das ist ja... was? Ich auch. Claudio, ich auch. Wird schon schief gehen. Diese Frau scheint aber tatsächlich ziemlich gefährlich zu sein, denn hier erzählt sie dem Zuschauer, was sie liebt, was auch immer das sein mag. Anscheinend aber nichts allzu Gutes, da es Toad und Mario in Angst und Schrecken versetzt. Ich setze 200 Bart. 50.000 Galleonen! Schmeiß die raus! Die Folge endet hier, jedoch wird einem anschließend doch angeboten, dass man sich mit seinem eigenen Beauty-Fotos bewerben kann. Möchtest du? Warte mal, was stand da in Katakana? Wirklich Bart? Kann ich das die lesen? Folge ich glaube, das. Warte mal, ist das ein Ski oder ist das ein Zu? Batsu. Nijaku. Nee, doch, nicht Yakubatsu. Was soll das überhaupt bedeuten? Oder geht es darum, dass... Nee, es geht um Wetten, deswegen Wetten, richtig? Also Bet? Ha. Ich denke, irgendein japanischer Comedian hat das geschrieben. Wahrscheinlich. Also absolut Freiraum hier. Angeboten, dass man sich mit seinem eigenen Beauty-Fotos bewerben kann. Möchtest du, dass Mario und Toad noch mehr Bilder kritisieren? Dann empfehle uns weiter. Klingt doch gut. Ich weiß nicht, Bulli, ob man das in Katakana schreiben würde dann. Chindex, looks lovely. Episode 2. Spannende Serie. Die beiden Protagonisten Mario und Toad machen sich auf in den Wald. Bis plötzlich. Was geht? Egal, ob du allein bist oder zu zweit, wir bringen dich um. Ah, Hilfe, ein Mörder! Verdammt, so eine Bitch! Idiot, er ist abgehauen. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Der superliebe und positive Mario und der unschuldige und süße kleine Toad haben einen Typen gedroht, ihn abzustechen. Das war ja nicht das erste Mal. Vorhin hat Mario auch gesagt, ich lasse sie umbringen. Was ist denn los mit ihm? Was? Aber nicht nur das. Auf der nächsten Seite begrüßt uns dieses Bild, wo Bowser wortwörtlich vor einer Leiche steht und davon berichtet, dass was Schreckliches passiert ist. Bedeutet das also, dass das nicht Mario und Toads erste Tat war und dass sie mit einer vorherigen tatsächlich mal erfolgreich gewesen sind? Renn. Ey, sicher ist sicher, okay? Ansonsten diskutieren. Schießt ihr eure Wohnungstür ab, jetzt wo ich drüber nachdenke? Also so von innen? Also, ich habe mir nie so sehr drüber Gedanken gemacht, dass man da reinkommen könnte. Ich mach das eigentlich nie. Ja? Ja? Eigentlich mach ich es nie. Also du kannst ja sowieso nicht rein, weil du hast ja sowieso einen Riegel, ne? Das ist ja so... Ich meine, die meisten Türen... In Deutschland sind ja sowieso konzipiert, dass du da nicht einfach so rein kannst. Aber keine Ahnung. Ich habe nie dran gedacht, extra abzuschließen. So. Wer macht das nicht? Keine Ahnung. Ich meine, wenn du schaffst, seine Dinge aufzubrechen, weiß ich nicht, ob das andere dich dann auch noch aufhält, ne?
Okay, Zeit bei Foodie einzubrechen. Das Ding ist halt, ist ja so oder so, du kommst ja so oder so nicht rein, außer du versuchst da wirklich reinzubrechen, also. Und hier Pause für den Rest dieser Episode mit einem Polizeiinspektor einfach nur darüber, um wen es sich beim Täter handeln könnte. Und das war's. Episode 3. Immer noch spannende Serie. Wie es aussieht, wurden sowohl Mario als auch Toad letztendlich doch noch von der Polizei erwischt, denn sie wurden beide zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und sitzen nun im Abashiri-Gefängnis fest. Das wirklich existiert, by the way. In Hokkaido. Interessant. Warum sitzen die in Hokkaido fest? Mario, Toad, was macht ihr in Hokkaido? Warum habt ihr den Mann in Hokkaido abgestochen? Man bräuchte hier den Schlüsseldienst, um eine abgeschossene Tür von außen aufzumachen. Todesstrafe, wenn die 20 Jahre Haft haben, dann sind sie nicht in Death Row. Du hast doch gar keine Zeit, wenn du Death Row bist. das war keine Kriegsverbrechen. Das war Mord. Ich meine, die japanischen Medien werden häufig existierende Orte eingebaut. Ist trotzdem ein lustiger Funfact. Boss, für mich ist es hier endgültig vorbei. Was meinst du? Was ich meine? Ich meine nur, dass wir vor 2015 nicht hier rauskommen. Ich bin dann 35 Jahre alt und habe meine goldenen 20er verpasst. Oh, Toad, das kannst du mir glauben. Die 20er sind wahrlich eine goldene Zeit. Ich genieße die... Moment, Toad ist 15 da? Die in vollen Zügen... Oh mein Gott, das bin ich! Ah, scheiße. Naja, okay. Das wäre jetzt ich 1:1, ja. Das ist, also so sitze ich jetzt 1:1, genau so dann, ja. Das ist jetzt genau das gleiche quasi. Das ist halt mit Licht, also. Als ob schon halb zwei ist, Junge. Aber keine... Oh, das kenne ich. Sorge, Toad. Mario hat einen Plan. Ein Löffel. Ein Gefängnisausbruch. Für so einen Fall habe ich immer einen Löffel in meinem... Nein. Hey, Azazel, wie es mir geht, ich weiß auch nicht, Mann. Ah, ja, Nico. Ja. Oh. Oh, Mario. Luigi! Sag mir, Mario, was machst du mit dem Luigi! Guck weg! Okay, Mario. In meinem Arsch versteckt. Immer. Also, verstehe. Man kann wohl wirklich niemanden so wirklich in den Kopf schauen. Oder in sein Arschloch. Das ist ja mega widerlich. Halt's Maul. Das ist der Mario, wie wir ihn kennen. Schaut, er sagt sogar Let's go. Lasst uns aus dem Gefängnis ausgraben. Wahoo! Episode 4. Nach wie vor eine spannende Serie. Da ein Löffel nicht allzu effektiv für einen Gefängnisausbruch erscheint, hat Mario noch ein weiteres Ass im Ärmel. Okay. Haha, normalerweise habe ich immer eine elektrische Bohrmaschine in meinem... in meinem Hodensack versteckt. Was? Also den Twist habe ich nicht kommen sehen. Ey, das ist doch so dumm. Ja, einziger Humor war anders. Also ich kann jetzt nur als von dem Schock her lachen, weil es so dumm ist, dass ich es lustig finde. Aber es ist eigentlich echt dumm. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist so dämlich. Es ist so bescheuert, dass ich... Ah, ich kann auch nicht, Mann. Das sagt er wirklich. Also... Du konntest theoretisch als kleines Kind in Japan einfach deinen Super Famicom anmachen und der gute Mann würde dir so erzählen, was er alles so in seinen Hintern und zwischen seine Schlepphoden steckt. Halt, hätte ich das als Kind damals gesehen, hätte mich das vermutlich... Eine Sache? Kinder, je nachdem wie weit sie sind, können wahrscheinlich die Kanji nicht lesen. Das ist irgendwie eine ganz interessante Sache, wenn ich drüber nachdenke, an japanischen Medien, wenn sie nicht sehr explizit bildtechnisch sind, sondern nur schriftmäßig da sind.
ist die Chance nicht gering, dass gewisse Altersgruppen generell deinen Shit nicht lesen können. Und ich habe gesehen, dass da einige Kanji sind. Ist auch einige Katakana, Hiragana. Weiß nicht, wie viel man davon hätte gut lesen können. Aber es hätte auch sein können, dass da voll viel einfach echt nicht gut lesbar war, ja. kann man das nicht als Spiel bezeichnen? Sind das nicht eher virtuelle Comics? Ich meine, es ist ein kleiner Stretch. Es war's fürs SNES. Nah genug dran, ne? Mario und Toad starten jetzt also die Bohrmaschine. Sodass die beiden sich mittlerweile so weit gebohrt haben, dass sie plötzlich auf Sonnenlicht stoßen. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Sie sind endlich wieder Jata! In Brasilien. Oha! Die sind in Brasilien? Wie seid ihr von Hokkaido nach Brasilien gekommen, hä? Was ist das? Menschen aus Rio de Janeiro. Man kennt's. So sehen alle dort aus. Hab mich auch letztens nach Berlin aus Versehen gebohrt. War eine interessante Kultur, muss ich sagen. Episode 5. Ja. Hightech-Boss einer Bande von Halbstarken. Zum Anfang dieser Folge sitzt Mario auf einem Windows 95-Computer, da sowohl er als auch Toad diesen PC für ein Fahrzeug halten. Nochmal? Brumm, brumm, ich möchte auch damit fahren, alter Mann. Hey, ihr da. Das ist kein Fahrzeug, verdammt nochmal. Schau, schau, schau. Da ist so ein Werbetyp von einer Bierfirma. Falsch. Tatsächlich bin ich Bill Gates, der reichste Mensch der Welt. Ach so. Okay. Gib uns Geld. Gib uns Geld. Das hier, das ist kein Fahrzeug. Es ist ein Ding, was man auf dem Kopf trägt. Nee, das ist Windows 95. Das ist ja eine Sache, also Windows 95 gab's ja, ne? Hab vergessen, eine Gurren Lagann-Referenz beim Bora zu machen. So ist das Leben. So sah der aus, ja, ja, ja. Wow, dieser ganze Comic, das Etablieren von Windows 95 und Bill Gates im Mario-Universum war also einfach nur ein Aufbau für diese Punchline. Ich bin mir sicher, für meine alten Kollegen aus der Facebook-Gruppe ist das ein richtig schöner Schenkelklopfer. Episode 6. Eine Pilzliebesgeschichte. Okay, also, wir haben jetzt schon einiges gesehen, was komplett out of character für Mario und sogar für Nintendo an sich ist. Aber was jetzt in dieser Folge gleich passiert, sprengt doch mal richtig den Rahmen. Zur Vorgeschichte. Mario betreibt ein Klempnergeschäft in einer belebten Innenstadt. Eines Tages allerdings gesteht Toad, welcher Angestellter von Mario ist, dass er mit seiner Frau Peach verheiratet ist. Moment! Sekunde! Was? Hey Mario! I married your fucking wife! What? Ja, du hast mich gehört! Ich habe deine Frau geheiratet! Was? Hä? Ja, ihr habt richtig gehört. Toad. Nee. Peach geht Mario mit Toad fremd. AKA der Typ, mit dem er jahrelang durch dick und dünn gegangen ist, zusammen gemordet hat, gemeinsam aus einem Gefängnis ausgebrochen ist Dinge aus sehr spezifischen Orten gezogen hat. Mario ist, seitdem diese Neuigkeiten publik geworden sind, anscheinend untergetaucht und keiner hat so wirklich eine Ahnung, wo er steckt. Auch nicht Toad und Peach. Warum ist Mario untergetaucht? I pissed on your wife, Mario, she's mine now. Wohin ist der Boss nur hingelaufen? Oh, wir sind wirklich in Schwierigkeiten. Nein. Ich bin in Schwierigkeiten. Ja, ihr seht das vollkommen richtig. Das ist Toad, der Peach oral befriedigt. Ach ja, cool. Ich will noch mal ganz dick anmerken, dass Nintendo das hier veröffentlicht hat und dem ganzen okay gegeben hat. Man konnte auf seinem Super Famicom Toad und Peach beim Oralsex beobachten. Halt
Hätte ich das als Kind gesehen, hätte mich das vermutlich nicht interessiert. Weil ich als Kind natürlich nicht wusste, was das ist. Doch genau in diesem Moment erwischt Mario die beiden und... Wusste Nintendo, dass das ausgestrahlt wird? Hat da irgendjemand irgendeine Satellitenlücke vielleicht einfach hijacked? Und das einfach ausgestrahlt? Und niemand wusste, dass das ausgestrahlt wird oder sowas? Ich hab Fragen. Wer hat den Stempel? Hat irgendjemand da drüber geguckt? Nintendo hat die okay gegeben. Wahrscheinlich, also jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß nicht mal, ob man das so einfach nachprüfen kann an dem Punkt mehr, ja? Platzt ins Zimmer. Was? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Ah, Mario, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war diejenige, die ihn gefragt hat. Hat er einfach gerade Toad und Peach dropkickt? Was ist diese Show? Wer hat das immer produziert? Irgendjemand hat da einfach die Plüschtiere gehabt oder sie vielleicht sogar selber gemacht, ja? Sie dort einfach hingestellt und hat einfach regelmäßig diese kurzen Shows, diese kurzen Episoden ausgestrahlt und gefilmt und alles. Hä? Ich bin so... Es ist so ein Fiebertraum, ja? Ja, der Frame ist perfekt. Mario hat Toad und Peach ohne auch noch eine Millisekunde zu zögern, einfach umgebracht. Ach so. Miyamoto, what the fuck? Mario. Ach so. Oh. Ach, natürlich. What the fuck? Mario ist von dem Ermorden so erschöpft übrigens, dass er sich erstmal chillig eine Zigarette anmacht. Man kennt's. Aber hey, dass die jetzt tot sind, ist halb so wild, denn Mario meint, er hätte mittlerweile sowieso schon eine neue Freundin. Was zur Hölle? Rufen Peach und Toad, welche mittlerweile nichts weiter als Geister sind. Wer könnte diese neue Freundin von Mario wohl... Yoshi. ...wohl nur sein? Vielleicht... Er ist es. Oh. 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 Timo gerade so, let him cook. Es ist Canon. Oh. Das ist erstaunlich gut gealtert. Episode 7. Die finale Episode. Oh. Folgendes. Die komplette Mario-Lore, die sich Nintendo über Jahrzehnte lang aufgebaut hat, Vergesst die einfach mal kurz. Diese finale Episode von Shitamachi Ninjo Gekijo. Ah ja. Shitamachi Ninjo Gekijo. Bin ich dumm? Erzählt die wahre Geschichte dieses mysteriösen, bärtigen Mannes. Mario, ein italienischer Klempner aus Brooklyn. Schneemann, vergesst es. Das ist Bullshit. Das ist Blödsinn. Mario gesteht in dieser Episode Toad nämlich seine wahre Identität. Es handelt sich bei Super Mario nämlich um ein Alien vom Shinjuku 6 Stern. Was? Hä? Was für Shinjuku 6 Himmel? Das stand da gerade, hä? Was? Ich habe das nicht geschrieben. Ich lese euch nur vor. Ja, glaube ich dir. Ist ein tatsächlich existierender Ort in Tokio übrigens. Diesen Bezirk kennt man neben den gigantischen Einkaufsmöglichkeiten, riesigen Kommerz- und Verwaltungszentren und so einem Lied auf YouTube auch dafür, dass es ein gigantisches Rotlichtviertel besitzt. Und Mario kommt anscheinend von einem Planeten, der nur aus diesem Rotlichtviertel besteht. Und er scheint sich dort auch schon öfter amüsiert zu haben. Nun ist aber die Zeit für Mario gekommen, ins Weltall zurückzukehren und von all seinen Freunden endgültig Abschied zu nehmen. Nun, jetzt ist es soweit. Ich möchte euch für die Zeit bis heute einfach nur Danke sagen, Leute. Gib mir endlich mein Geld! Oh, schnell ab, du alter Sack. Komm bloß nicht wieder, du widerlicher Scheißgeld. Bis jetzt habe ich nur 2 Yen von dir bekommen. Gib mir endlich mein Geld zurück. Wahre Freundschaft, ja. Wahre Freundschaft. Was haben die geraucht?
Also, selten, sag ich mal, haben die Drogen genommen bei solchen Sachen, aber in dem Fall ist, glaube ich, eine Ausnahme. Sag mal, hatten die Drogen genommen oder so? Ich mag die Lore hier mehr, das erklärt endlich, warum er die ganze Zeit in der Röhre liegt. Oh, ja. Oder Rohre legt, ja. Okay, ich glaube, ich bleib doch noch ein bisschen hier. Irgendwelche Einwände? Du stehst ja wirklich zu deinen Worten. Und das waren alle Folgen, die ich finden konnte. Was zur Hölle, Nintendo? An diesem Cartoon fühlt sich wirklich nichts offiziell an. Und ich schwöre euch allen, ich habe davon nichts erfunden. Das war damals wirklich 1:1 genauso ausgestrahlt worden. Es gab in Japan wortwörtlich Magazinbeiträge zu diesem Comic damals. Und der kreative Kopf hinter all dem war niemand Geringeres als Lily Frankie. Kennt man den? Welcher in Japan eine relativ bekannte Persönlichkeit zu sein scheint. Nicht nur ist er ein Schauspieler mit mehreren... Cold Blue, Ryoma, The Million Yen, Women, Silver and Gold... Kenn ich alle nicht. Irgendwas, was ihr davon kennt? ...gewonnenen Awards, sondern auch ein Autor und vor allem Illustrator. Es gibt nämlich einige Comics von ihm, die einen sehr, sehr eigenen Humor haben. Und über das Satellaview waren auch genau solche Comics von ihm abrufbar. Ah. Wie schon gesagt, der Humor ist wirklich eine Sache für sich. Okay. Okay. Nächstes ist auch fertig. Hallöchen, darf ich denn das WLAN-Passwort haben? Hi! Da ich ja quasi ohnehin die Hauptrolle war, kann ich euch versichern, dass der gute Timo eine letzte Episode vergessen hat. Voila, was mit Timo passiert? Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Die verlorene Episode. Scheiße! Der hat uns voll erwischt. Was jetzt? Na was wohl? Hast du unser letztes unfreiwilliges Date schon vergessen? Oh, tada! Da passt wesentlich mehr rein, als du denkst. Du bist echt widerlich, Mann. Perfekt. Also, worauf warten wir? Was jetzt? Boah, der Hurensohn hält ja gar nichts aus. Oh mein Gott! Der hat ja noch ein krasseres Fahrzeug als Bill Gates! Ey, du könntest mir auch ruhig mal helfen! Sekunde! Es gibt noch was Wichtiges, das ich der Welt sagen möchte. Denn ich will, dass jeder von euch kapiert. Keiner stellt sich uns in den Weg. Weder ein bescheuerter YouTuber, noch die japanische Polizei. Und erst recht nicht du. Okay. Das fucking Klopfen. Yo, das war ein wildes Video. Holy shit, Leute, oder? Was haben wir da gerade alles gesehen? Ich hätte nie gedacht, dass ich... Also, das ist wieder so interessant. Ich kenne so viel obskuren Shit. Ich habe so viele Eisberg-Videos und sowas auch schon gesehen, ja? Und wisst ihr, irgendwie, das Video von Timo hat mir wieder bewiesen, wie schlecht teilweise diese Eisberg-Videos eigentlich recherchiert sind und gemacht sind. Weil sowas, glaube ich, war noch nie drauf. Das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Und die Tatsache, dass er irgendwie 7 Episoden finden konnte auf irgendeine Art und Weise, ist schon sehr insane. Ist schon sehr interessant. Es ist sehr wild, sehr komisch. Ich war eher schockiert und musste deswegen lachen, aber trotzdem gutes Video. Ich habe definitiv was Neues gelernt, ja. Muss jetzt leider schon gehen, gute Nacht. Ja, gute Nacht auf YouTube. Macht's gut. Das wird das Timo-Video. Geht auf seinen Kanal. Cool. Und wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Video.